Ähnlich verhält es sich auch mit dem Durchschnitt. Wir bilden den Durchschnitt zweier Relationen. Das heißt, als erstes projizieren wir jeweils über den Namen. Damit bleibt jeweils projiziert von Name über Studierende bzw. über Lehrende bleibt jeweils das übrig, also jeweils eine neue Relation, wenn wir so wollen, auch eine Menge. Und hieraus bilde ich dann den Durchschnitt. Und der Durchschnitt ist natürlich genau das, was in beiden enthalten ist, nämlich hier König und da König, einmal von Maike König und einmal von Manfred König. Und als Ergebnis habe ich dann natürlich eine neue Relation, die enthält nur ein Attribut Name und auch nur ein Tupel auf dem oder in dem König steht.